Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Abenteuer. Oder besser gesagt zur Fortsetzung unserer Abenteuerserie. Ja, die Messe ist vorbei. Ja, das war ganz schön anstrengend. Aber jetzt sind wir hier wieder bei Hörsten. Wir führen unser Abenteuer fort. Und guckt euch an, welches Schiff ich mir aufs Pad gestellt habe. Ihr werdet es kaum glauben, es ist die allseits beliebte Aurora MR. Ja, wir sind ja hier das letzte Mal mit unserer Red Wing Delivery Mission. Haben wir ja letztes Mal aufgehört und eine hat ja noch gefehlt und das war halt die letzte Reputation als Runner. Die habe ich mittlerweile erhalten und die wollen wir heute mal probieren. Wir befinden uns immer noch in der Free Fly Week, das heißt, die Server geht so, ja, da... Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das alles funktioniert, aber wir tun einfach mal so, als wenn alles super ist und so verhalten wir uns auch, würde ich sagen. Ich zeige euch ganz kurz, wo wir stehen. Hier unten, Red Wind Delivery, sind wir jetzt Runner und haben somit diese schöne Liefermission jetzt hier in unserem Portfolio. Ja, dieses Red Wind Delivery Pirate Needed, das ist auch wirklich eine hier, da sagen die, ne, your goods, also... Ne, deine Waren in guten Händen, denn wir sind wirklich ein Spitzentyp und deswegen kriegen wir hier 45.000 für die Lieferung. Aber sie sagen hier auch, es kann sein, dass es ein bisschen gefährlich wird, ne, hier, dass man in ein bisschen Trouble rant. Ne? Und wir müssen jetzt zu Security Depot Hörsten 1 und müssen dann ein Päckchen nach HDMS Ryder bringen auf ITA. Das sind so ganz lohnenswerte Liefermissionen, muss man sagen, weil 45.000 für ein Paket ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir in eine kleine Schießerei geraten. Deswegen habe ich mir hier mal ein Messer ausgestattet. Nein, Quatsch, ich habe mir hier eine Knifte auf den Rücken gepackt. Allerdings muss ich sagen, dummerweise habe ich keine Munition dabei. Aber ich hoffe mal, dass wir welche finden. Vielleicht haben wir auch Glück und wir müssen gar nichts machen. Da ist gar nichts. Deswegen schauen wir einfach mal. So, und, wollte ich auch noch zeigen, aber das kann ich euch auch drinnen zeigen. Ich habe mir auf der Messe mal die zwei Bulldog Laser Repeater gegönnt, der Größe 1. Hab die mal hier untergeschraubt, unter die Aurora Mark. Und somit werden wir dann in der nächsten Episode mal so ein bisschen die Bounty Hunter Geschichte so ein bisschen mal loslegen. Das werden wir auch mit dem Schiff machen, da oben hängen sie an diesen Hardpoints oben dran. Und somit haben wir viermal Size 1, ne, da vorne hängen auch noch welche und hinten auch. Ansonsten habe ich erstmal hier nichts reingepackt. Aber das sollte erstmal reichen. Mal gucken. Es ist ja, wir fangen ja mit Bounty Hunter erstmal an. Wir müssen ja erst die erste Zertifizierung machen. Und dann haben wir glücklicherweise schon gleich die zweite. Denn wir müssen uns mit den Very Low Target Risk oder Risk Targets gar nicht aufhalten. Denn ich bin ja mit den Yellows schon fleißig gewesen. Und da steigt die Reputation halt auch. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. So, wenn ihr hier in den Delphi geht, dann seht ihr... Für die Hurston Security, keine Ahnung, warum das jetzt so dunkel ist, bin ich schon hier, ne, bei Tracker Trainee. Und das liegt einfach daran, dass ich einfach mitgeflogen bin und mitgeballert habe. Ich habe gar keine Mission selber angenommen und muss auch hier, wenn wir jetzt in die... Kein Ding. Wenn wir jetzt reingehen und bei Bounty Hunter gucken, seht ihr, ich muss halt die Zertifizierung halt noch machen, ne, für die Very Low Risk Targets. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und schließen so die Deliveries erstmal ab. Aber zwischendurch werden wir das immer mal wieder machen und wir werden auch die anderen ganzen Sachen probieren und so. Ach, das wird geil. Ich freue mich schon. Auf die freue ich mich auch schon hier. Das ist ja so eine neue Bunkermission. Das haben wir ja jetzt hier in der Live-Version auch noch nicht gemacht. Sehr, sehr cool. Aber, naja, gut, heute, wie gesagt, noch ein bisschen riskant, denn, ist das dunkel hier, Freefly, ne, und schlechte Server, hier, wie gesagt, bei Hurston, da geht das mittlerweile, aber auch hier kommt alles relativ langsam rein, auch gerade die Bounty Hunter Geschichten, deswegen bin ich relativ froh, dass wir das in der nächsten Folge machen und deswegen bin ich auch noch so ein bisschen skeptisch, ob das alles hier so klappt. Die Performance bei der Messe war zwar sehr, sehr gut, aber auch nur bei der Messe. Die ganzen Sachen nebenher, die Liefermissionen, das war nicht so pralle, fand ich zumindest. Denn da war es halt teilweise so, dass Pakete nicht gespawnt sind, dass die ganzen Stationen ganz spät erst reingestreamt sind. Beim Bounty Hunting zum Beispiel, dann poppen die Targets auf, wenn sie überhaupt aufpoppen. Dann muss man erstmal warten, bis der Marker kommt, sonst zählt der Abschuss nicht. Und so weiter und so fort. Ich könnte euch ja hier Schichten erzählen, das glaubt ihr ja nicht. Ne? Aber ich denke mal, das wird nach dem
Freefly und nach der Messe, wenn das alles wieder raus ist, wird das wieder besser werden. Denn ich habe gehört, dass Cloud Imperium jetzt auch schon an einem Hotfix arbeitet. Und das ist doch ganz cool. Also ganz vielversprechend. Das wird schon. So, hier kommen wir in eine Sonnenaufgangs-Untergangsstimmung rein. Wollen wir mal gucken. Wir werden es sehen, wenn wir wieder rauskommen. Wenn wir wieder rauskommen. Das ist ja auch die Frage. So, bezüglich der Messe habe ich mich natürlich, oder aufgrund der Messe besser gesagt, habe ich mich natürlich bei Microtech verortet und somit ist auch mein ganzes Zeug da, also alles, ja. Ich hatte ja vorher auch schon Früchte gesammelt und sonst was, ne, das ist alles da, weil ich habe ja ein Charakterreset gemacht, weil ich ja mein altes Gesicht wiederhaben wollte. Das ist ja momentan ein Bug und die einzige Möglichkeit, das Gesicht halt wiederzukriegen, dass man ein Charakterreset macht und, das hat halt auch funktioniert, ne? Nur ihr könnt es halt einmal nur machen mit dem Gesicht und wenn ihr es dann nochmal ändern wollt, dann geht's nicht, müsst ihr wieder ein Charakterreset machen. Das könnt ihr auch machen, das ist gar kein Problem, also ihr behaltet wirklich fast alles, was ihr eingesammelt habt. Es kann sein, dass Komponenten fehlen, wenn ihr euch Schiffskomponenten irgendwie gekauft habt oder geliehen, das kann sein, dass das fehlt. Es kann aber auch sein, dass alles da ist, ne? Was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist die Anfangsreputations Mission nochmal, obwohl in dieser Liefermission musst du es jetzt nicht machen. Ne? Also sie ist da, aber ich konnte auch gleich diese hier machen. Also so gesehen, ne, müsst ihr mal gucken. So, aber es geht. Also sonst ist alles, also wie gesagt, gar kein Problem. Bei mir war das so. Ne? So, mal ein bisschen vom Gas gehen hier. So, jetzt kommen wir natürlich in die Restricted Area rein, aber wir haben natürlich einen Auftrag, deswegen werden die Turrets wahrscheinlich nicht auf uns schießen. Die schießen ja eigentlich so oder so nicht auf uns, wenn wir den Auftrag haben, außer wir schießen. Wenn wir so zu einer Station fliegen, dann schießen die schon mal. Ne, das ist nicht so ohne. Aber jetzt sollte das alles eigentlich funktionieren. So, das ist so ein Security Depot. Da werden wir mal reingehen. Da müssen wir dann wahrscheinlich das Paket suchen. Ich hoffe, das funktioniert alles mit den Nummern. So, wir werden mal hier vorne direkt vor der Haustür landen, würde ich sagen. So, siehst du, die Türme verhalten sich ruhig. Das ist schön, ne? Guckt euch das an, sieht das geil aus hier. Oh, ich finde das ja cool, ne? Dass die das mit übernommen haben, mit den ganzen Assets, ne? Dass wir, als wir da, oh, da war aber knapp hier, mit dem Stängelchen da. Als wir da diese Panzerschlacht gemacht haben, waren wir ja auch bei einer Station und da war ja Schrott ohne Ende lag ja da rum. Ich weiß gar nicht, war das die hier? Nee, die hier war das nicht. Das war, glaube ich, oder so. Irgendwas mit T, glaube ich. Und dieser Schrott, der ist halt auch da, ne? Der ist auch mit in die Live-Version gekommen und das finde ich richtig cool. Also, mega geil. So, gut. Dann wollen wir uns hier mal an den Sitz vorbei friemeln. So, natürlich habe ich meine ganzen neuen Rüstungen mitgenommen, ne, die ich jetzt auf der Messe noch gekauft habe. Unten diese neuen, die habe ich alle reingepackt. Auch das zum Beispiel ist momentan wirklich, naja, geht so. Ne, das ist alles nicht so cool mit dem Inventar. Man packt halt, man zieht halt rüber, zieht halt rüber, zieht halt rüber. Und auf einmal ist irgendwie was komisch, dann ist was ausgegraut, dann ist nur noch die Hälfte da, irgendwas ist verschwunden. Und das ist nicht so richtig cool gerade. Irgendwie habe ich hier irgendwie das Gefühl, hier liegt was. Ich komme hier irgendwie gerade nicht rum. Hä? Was macht der denn da? Was ist denn das? Guck jetzt mal an hier. Ich gehe hier. Und dann macht der ja so einen Quatsch. Hier so. Hui! So, dann müssen wir hier so einen kleinen Bogen machen. Vielleicht ist da irgendwas, was da nicht gespawnt ist oder so. So, hier kann man auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ne? Hier liegt doch normalerweise so Zeug, ne? Ja. Naja, gut. Ich sag's euch. Ne? Ich kann froh sein, wenn wir das Ding hier heute schaffen. Schauen wir mal. Ne? Aber, wie gesagt, Leute, darum geht's. Ich zeige euch den Stand der Dinge und wenn es noch nicht funktioniert, dann funktioniert's eben nicht. Ne, vielleicht springt auch die Mission gar nicht um. Kann auch sein. Ne? Ich sehe die da oben zum Beispiel auch schon gar nicht mehr, die Mission. Und das meine ich. Ne? Das ist genau so ein Punkt. Das ist halt bei normalen Delivery-Missionen halt auch. Ne? Ihr habt ein Paket. Und ja, dann ist irgendwann wird es halt nicht mehr angezeigt und es triggert halt einfach nicht mehr. Und das ist halt echt schlecht für so eine Mission, ne? Und ich befürchte, das war es eigentlich auch schon. Wir können jetzt hier reingehen.
Können wir nochmal gucken. Gut, das ist die Packaging-Nummer, aber letztendlich, wenn die nicht triggert, dann ist das auch egal. Dann können wir das Ding auch mitnehmen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Aber wir machen einfach mal weiter. Vielleicht kommt sie ja noch. Ich mache nochmal hier. Ach ne, hier ist es. Da sind sie, die drei. Ich mache nochmal Untrack. So, mache nochmal Track. Aber ich sehe da schwarz. Ganz schwarz. Tun erstmal so, als alles gut ist, ne? So. Ja, hier die Security verhält sich auch ruhig. Alles wunderbar. Ja, hier könnte man theoretisch jetzt looten, aber ich würde mich erstmal um die Kisten kümmern. Die müssen wir jetzt hier irgendwo finden. Ne, hier, guckt euch an. Geil, oder? Geil! Ja, der weiß auch, dass er geil ist. Er weiß das. Er weiß das ganz genau. So, mal gucken hier, ob diese Pakete überhaupt gespawnt sind. Kann natürlich sein, dass die gar nicht da sind. Da ist eine zum Beispiel. Können wir ja mal nehmen. Ah ja, er sagt... Ah, ja, okay, okay. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Drop off. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine. Aber eine Nummer steht nicht drauf, ne? Ich dachte, da steht eine Nummer drauf, aber leider nicht. Es gibt Pakete, da stehen wirklich Nummern drauf. Ich vermute mal, das ist hier einfach noch ein Fehler. Ja, du siehst gut aus. Wo ich nur den Helm geil finde, das Rote in der Rüstung finde ich eigentlich gar nicht so cool. So, das ist auf jeden Fall eine. Ah ja, jetzt steht da auch 32. Sehr, sehr gut. So, hier nochmal vorne. Ich glaube, da hinten stand noch eine, ne? Nehmen wir mal die Abkürzung hier durch die Mitte. So, und ich denke mal, solange die Jungs sich ruhig verhalten und keiner schießt, sollte das auch alles vernünftig gehen. Ja, gut, das ist auch eine. Sehr gut. Sollten wir auf Anhieb alle drei Kisten gleich finden? Das sehen Sie in der nächsten Episode. Nein, Quatsch. Spaß. Nein. Ja, wir haben ja am Wochenende einen Livestream gemacht und da war das ja leider so, dass das Giveaway nicht ausgelöst ist. Ja, das war echt ein bisschen ärgerlich. Ich habe das dann am nächsten Tag nochmal versucht mit meinem Test-Account. Alles super. Kein Problem. Einfach, ja, Giveaway. Ja, ich mach, ja, zack, ne? Und ja, keine Ahnung, was da los war. Wahrscheinlich hätte ich das Streamlabs OBS nochmal schließen müssen. Aber dann hätte ich auch den Stream beendet. Ich denke mal, nächstes Mal wird es dann einfach funktionieren. Vermute ich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber, ne? Ich sagte ja, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ne, wie sagt man das? Na, ist auf jeden Fall nicht weg. So. So, ich glaube, hier nehmen wir nochmal ein bisschen was mit. Jetzt guckt gerade keiner. Hier, ne? Auch das hier, ne? Furchtbar, oder? Furchtbar. Hier so, machst du rüber und dann... Und dann, ja, wieder weg. Ne? Oh, das macht einen fertig, macht das von. Da macht Looten echt null Spaß. Ne? So, jetzt lädt er. Nö, jetzt hat er die Waffe da erst. Ne? Also, Leute, ich sag euch, das macht so keinen Spaß. Ja, aber ich vermute mal, dass das mit dem nächsten Hotfix dann beseitigt wird. Bitte, bitte. So, was der hier sagt. Wie die hier rumlatschen, ne? Kommen sie alle hierher. Wollen gucken, ob ich was klaue, ne? Ne, komm, den lassen wir hier. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist keiner von denen. Der kann aber mal runterlaufen. Ja, mal Glück haben. Taucht jetzt hier auch keine feindliche NPC-Truppe auf. Dann ist das leicht verdientes Geld. So, ich glaube, das ist auch keiner. So, auch dass das zum Beispiel manchmal mit dieser linken... Ey, hat mich getreten, glaube ich, ne? Mit dieser linken Maustaste funktioniert, dass man das Zeug da hinstellen kann. Und manchmal nicht, ne? Das ist auch so eine Sache. Keine Ahnung, woran das liegt, ne? So, ist noch einer. Rumpel, rumpel, rumpel. Ist, glaube ich, aber auch keines. Ist auch nicht die richtige. Ja, wieder klar, ne? Hier die letzte dann wieder. Und die finden wir wahrscheinlich nicht.
So, hier nochmal. Wahrscheinlich steht die ganz hinten drin. Ne? Da würde ich sie hinstellen. Wenn ich den Citgo ärgern wollen würde. So, hier noch eine Kiste, aber nee, nee, komm. Ja doch, einmal gucken wir kurz rein. Aber auch nur ein cooles Messer drin. Ah, ein Helm. Ah, ein Helm ist nicht schlecht. Na, komm, versuche. Oh, ist er wieder hier. Kriegt er. Achso, ich habe keinen Rucksack dabei. Na gut, okay. So. Mal gucken, ob das hier irgendwo steht. Wahrscheinlich habe ich sie wirklich wieder irgendwo übersehen, ne? Und direkt ranpacken. Aber auch das macht man nicht, ne? Er ist wirklich. Er ist zum Verzwachseln, ist das. Das war so klar, dass ich diese Kiste wieder nicht finde. Wahrscheinlich wäre er wieder blind vorbeigelaufen. Ja, ich mache das mit Absicht, Leute. Damit ich auch ein bisschen Zeit. Ey, ne? So, sonst dauert das Video ja nur 20 Minuten. Es ist ja logisch, dass ich deswegen dann so tue, als wenn ich das nicht sehe. Hust, hust, hust. So, mal hier gucken. Oh, nee, ist das nicht. Ich glaube, das liegt alles wirklich auf diesen Wägelchens hier. Ich glaube, so auf dem Boden liegt das, glaube ich, nirgendwo. Die hatten wir schon. Ja gut, zur Not müssen wir die dann nehmen, ne? Dann ist das vielleicht eine von denen. Hier ist keine. Die hatten wir auch schon hier. Sonst ist hier auch keine. Die hatten wir. Hier, wo ist die Kiste? Ist zu. So, dann liegt die wahrscheinlich ganz vorne noch, wa? Haben wir sie da übersehen. Oh, hier, die haben wir noch nicht gehabt, glaube ich. Weil siehst du, bin ich hier vorbeigelatscht, ne? Oder haben wir die doch gehabt? Weiß ich gar nicht, glaube nicht. Ah, triggert aber auch nicht, ne? Er triggert nicht. Kann sie ja eigentlich nur noch da vorne sein. Oder ich bin einfach echt blind wie ein Maulwurf. Will ich nicht ausschließen. Auf keinen Fall. Na, die da unten sind das, glaube ich, nicht. Ne, nee. Merkwürdig, merkwürdig. So, die sind auf jeden Fall richtig. Die stellen wir mal hier hin. So, mal gucken. Oh ja, er zeigt zumindest eine Nummer an. Das ist ja schon mal gut. So, 84 und 32 haben wir. So, 84 und 32. Gucken wir nochmal hier rein. 84, 32 und 39 haben wir doch. Oder ist die? Ist das die? Tatsache. Oder haben wir aber Glück gehabt. Na dann mal schnell weg. Zack. So, tschüss. Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Dass da jetzt nichts kam, aber ich glaube, das ist random. Also das kann sein, dass da unten Leute angreifen, muss aber nicht. Kann aber auch sein, dass immer da unten Leute angreifen und der Server ist dullewutzig. Das ist auch möglich. So, hätte ich jetzt einen Tractor-Beam mit. Könnte man da natürlich alles mit einem Tractor-Beam benutzen. Und wo ich mich auch nochmal korrigieren muss, ist mit einer Kiste. Es sind drei Kisten. Aber zumindest ist es von einem Ort zum anderen. So, also, ob wir jetzt hier durchkommen oder ob da wieder hier so ein komisches
Spirenzchen macht wieder. Ah, oh, sieht jetzt ganz gut aus. Ah, hier macht er komische Sachen, ne? Und das heute klappt hier mit den drei Kisten. So, gut. So ist, als wenn er sich hier so irgendwie durchdrückt. Ganz, ganz merkwürdig. Naja, Hauptsache, er fällt nicht in den Boden rein. Bis jetzt ist hier alles gut. So, warum müssen wir das eigentlich zu zwei Orten bringen? Oder müssen wir das gar nicht? Ah, nee, müssen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Oder doch? Nee, ich glaube nicht. Nee. So, aber was mir trotzdem Sorgen macht, ist, dass da oben der Missionsmarker nicht da ist. Dass, wenn wir Pech haben, dann wird es nicht funktionieren. Was der hier macht, ne? Aber wenn wir Glück haben, dann macht das trotzdem. Na, egal, ob Mission da ist oder nicht. Hatte ich beides schon. So, wir machen das jetzt mal ganz klug. Denke ich vielleicht. Also, ich denke, das ist klug. Wir stellen die eine Kiste mal da hinten rein jetzt. Macht er das überhaupt? Ne, macht er gar nicht. Na gut, dann stellen wir sie hier direkt hier so vor. Zack. So, die hier. Ah, ein Tractor-Beam hätten, dann wäre das ein bisschen einfacher, ne? Dann könnten wir... das besser sortieren. Ja, aber so... Ah ja. Wie der ist besoffen, ist er doch. Ja, ich vermute mal, da stehen Sachen, die einfach nicht angezeigt werden. Oder es ist hier wieder irgend so ein Wind und Wetter und das wird auch nicht angezeigt. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber wie gesagt, auch so eine Mission könnt ihr mit einer Aurora ganz gut machen. Gar kein Problem. So. Ja, ist übrigens hell geworden. Das ist ja nebenbei. Ne, guckt euch das an hier, den Schrott. Total geil. Ich würde es übrigens auch cool finden, wenn man diese Kisten auch draußen einsammeln muss. Na, also wenn man jetzt nach unten und oben gucken müsste. Und natürlich, ich sag's jedes Mal, aber ich sag's trotzdem nochmal, es wäre einfach auch geil, wenn hier oben feindliche NPCs wären. Das würde ich auch ziemlich cool finden. Ja, guckt euch das an. Sieht doch ziemlich geil aus, oder? Und die Performance ist wirklich nicht schlecht. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel ich habe, aber ihr seht ja selber, das flutscht, da ist nichts sämig oder gezuppelig. Das ist wirklich echt ziemlich cool. Oh, da hier, den Krater, geil. Habe ich im Dunkeln gar nicht gesehen, ne? Cool. Oh Mann, guck. Da kann man hier so richtig so Deep Diving machen. Wenn er sie rüberfliegt, dann würde ich so machen. So. Gut. Genug gespielt. Wir gehen hoch in die Atmosphäre und liefern unsere Kiste ab. Boah, direkt hinspringen, sehr gut. Ja, aber ich freue mich schon. Mal wieder so ein bisschen ballern. Das ist genau das Richtige jetzt. Aber wie gesagt, das ist echt, also... Ah, ich bin echt froh, dass ich die Folge dann erst mache, wenn das Free Fly vorbei ist. Also hoffe ich zumindest, dass es vorbei ist dann, aber ich glaube ja.
heute ist ja, wo ich die Aufnahme mache, ist Montag. Die nächste mache ich dann Mittwoch. Und ich glaube, Mittwoch ist der Spuk vorbei, ne? War doch so, oder? Na, vielleicht auch nicht. Egal, wir machen es trotzdem. Es geht ja, ne? Und wir machen ja jetzt auch nicht zig hintereinander, sondern nur eine Einsteigermission. Vielleicht auch zwei, mal gucken. Ne, die, je nachdem, wie lange sie dauert. Ja, und dann geht's weiter, ne? Dann, wir werden natürlich weiter die Missionen hier ausprobieren, Abenteuer erleben, ne? Natürlich, das Abenteuer ist ohne Schnitte, ohne Schnickschnack, da wird nichts verschönigt, da wird das Spiel so gezockt, wie es kommt. Wir versuchen natürlich weiterhin Überleben ist alles. Wenn irgendwas riskant ist, werden wir das Risiko nicht eingehen, also wirklich, das möchte ich halt in der Abenteuerfolge jetzt oder in der Abenteuerserie jetzt machen, dass man wirklich auch so ein bisschen mal so eine Einschätzung darüber kommt, mache ich's oder mache ich's lieber nicht, ne? Ist da ein Schiff, was mich angreift, wo ich dann lieber fliehe, oder ist es ein Schiff, was mich angreift, wo ich sage, wisst ihr was, dich mache ich fertig, mein Freund. Das probieren wir halt so ein bisschen aus. Da habe ich total Bock drauf. Und wenn wir dann doch sterben sollten oder ein Down-Status kriegen, dann werden wir auf jeden Fall auch um Hilfe bitten, dass wir Hilfe holen. Ne? Auf jeden Fall alles versuchen, um gut durchzukommen. Was wir nicht versuchen oder was wir nicht machen werden, ist einfach zu sagen, ach komm, wisst ihr was, Backspace, ausloggen, ne? Auch immer schön wieder zurückfliegen, Raumschiff landen, all sowas, das werden wir alles in der Abenteuerfolge machen. Koop natürlich nicht, da ist halt ein bisschen anders. Da testen wir auch oft Sachen und wollen so ein bisschen richtig die Action ausreizen. Und da kann es dann auch mal sein, dass es ein paar Cuts gibt, weil manchmal so ein Event dauert 3 bis 4 Stunden. Und das kann man machen in einem Livestream. Aber ich denke mal, die Livestreams sollten weiterhin, die möchte ich weiterhin sehr entspannt halten. Und einfach so mit euch einen schönen Abend verbringen, anstatt da jetzt noch einen Stress zu machen, dass ich da irgendwie jetzt ein Event plane oder so. Das wäre mir, da habe ich zu alt für, Leute, da bin ich einfach zu alt für. Ich habe ja auch während der Messe jetzt mir Urlaub genommen und das hätte ich, glaube ich, ohne Urlaub, ich hätte das gar nicht überlebt. So, wir landen natürlich ordnungsgemäß nicht auf dem Pad. Wollte gerade sagen auf dem Pad, aber ich glaube, das machen wir nicht. Denn wir haben ja, wir haben ein kleines Schiff. Ne? Können wir direkt hier vorne landen, das machen wir auch. So, müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich glaube, warte mal. Da müssen wir rein. Na klar, landen wir direkt hier. So, das passt doch ganz gut. Ach, das, ey, Leute, ihr glaubt gar nicht, was das für ein fluffiges, sämiges, saugutes Gefühl ist, auf so Monden und Planeten zu landen, zu starten, wenn die FPS geil sind. Ne? Es ist wirklich, es ist so toll. Die ganze, das sieht alles nochmal geiler aus, einfach, finde ich. Ne? Guckt euch das an. Das ist, da ist kein Ruckeln, das ist einfach flüssig. Voll gut. So, aber wie gesagt, looten im Gegensatz dazu macht überhaupt gar keinen Bock. Ne? Also wenn man hier ankommt und freut sich, ein paar Kisten zu finden, vergesst es. Ist wirklich, nee, macht keinen Spaß gerade. So, wir lassen die Butze an wieder, schmeißen erstmal die Kisten raus. Würde ich sagen, muss man lang. So lang. War hier nicht gerade der Außenposten? Oder was? Das ist eine komische Spiegelung einfach nur. Ich glaube da, ne? Okay. Oh, hier umgekippt. Eieieiei. Na, hoffentlich war kein Glas drin. So, komm, wir bringen die Einzel weg. Ich schmeiße doch nicht raus. Das ist ein schlechtes Gewissen. Da regt man sich immer über den Postboten auf, ne, dass der immer die Pakete schmeißt. Und dann macht man das selbst. Das macht ja auch nicht so viel Sinn. So, übrigens ein guter Trick ist, wenn ihr auf einem Mond oder Planeten seid, wo es, wo es windig ist, und es kann sein, dass ihr hinfallt, dann geht in die Hocke, dann habt ihr das nicht. Ne, das ist echt ganz cool. Mensch. So, zeige ich euch gleich. Ne? Also in der Hocke ist alles super. Ne, das ist halt so ein kleiner Workaround, den hatte ich von Rötti. Und das funktioniert wirklich super. Guten Tag. I'm in the middle of nowhere. Ja, ich freue mich schon auf den Tag, wenn man mal richtig ein kleines Pläuschchen mit dem halten kann.
Und der auch wirklich mal erzählt, so, ja, hier, da und dies. Oh, jetzt kann man das wieder nicht machen. Das und das passiert hier letzte Woche. Ein paar Vendules da gewesen, ne? Haben mich hier ausgeraubt. Ja, total gut. So, hocke und schon passiert uns nichts mehr. Egal wie windig. Völlig Wurst. Also, gucken wir einfach hier. So. Ja, vielleicht auch, weil es einfach die... Ne, aber sieht geil aus, ne? Mit dem Wind hier, wenn der hier so lang ballert. Schon fett. Geil. So. Ich glaube, hier kommen wir. Müssen erstmal wieder reinklettern. Nächste Kiste. Da haben wir es fast geschafft, ne? Total gut. Ich hätte ja echt nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wieder raus. Wieder in die Hocke. Na, hier. Mein Schatz! Ja, aber so geht's. Na, so ist kein Problem. So kommt ihr wirklich gut voran. Ohne, dass ihr da hier irgendwie komisch rumfliegt und euch verletzt. Na, gerade hier diese Luftschleusen sind immer sehr, sehr gefährlich. Aber so geht es. Na. Wenn er zu ist, könnt ihr aufstehen. Aua! Na, vielleicht solltet ihr doch noch warten, bis er auf ist. So. Zack! Next Kiste. Ja, das ist auch so, dass er nochmal so in die Hand wubbelt, ne? Aber. Naja, gut. Aber da sind noch ein paar Lootboxen. Wir können es ja nochmal versuchen, aber es macht wirklich. Es macht einfach keinen Bock. Ja, weil ihr seid da für ein so ein Item mindestens eine Minute unterwegs, bis das irgendwie mal in eurem Inventar ist. Und selbst dann ist es nicht sicher, dass es drin ist. Oh, habe ich das Raumschiff ausgelassen. Ja, nicht gut bei so einem Sturm. Alles wieder ins Getriebe rein. Muss ich wieder hier nachts in meiner Koje da mit Sand schlafen. Ja, das wäre übrigens auch geil, ne, wenn hier über Sand liegen würde jetzt. Ja, ich glaube, das... Also, ne, das glaube ich... Das, also, so weit geht's glaube ich, nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ein schönes Zump. Oh, geil, geiles Zump machen. Ich will übrigens die Rüstung. Ich finde die so gut, ne? Ich finde die alle so geil, diese Rüstung. Ja, so. Das ist auch ein Mega-Sump, oder? Hier oder so. Das Einzige, was so ein bisschen strange aussieht, sind halt diese Äuglein, ne? Das sieht aus wie kleine Knöpfe. Das macht das so ein bisschen süß, ne? Das Ganze. Oh, guck, der kleine süße Sitko. Kutschigu. Ja, soll reichen. So. Oh, deshalb bleiben wir ein bisschen. Gehen wir gleich direkt in eine Hocke rein. Ich glaube, dann sind wir da auf jeden Fall safe. Hallo. Ja, ja. Oh, ja, hier. Oh, nein. Nein. Warum? Ich bin doch nur aufgestanden. Ja, Leute. Na, das ist es. Ich sag's euch. Das macht einen fertig gerade. Das macht einen fertig. So, dabei bin ich noch nicht mal tot. Ja, guck dir an, ich stehe hier nur. Ich bin gar nicht tot. Ne? Und jetzt kann ich nur Backspace machen. So. Ah, jetzt ist er wieder da. Oh, er ist wieder da. Er ist wieder da. Warte, warte, Leute, Leute. Er ist wieder da. Ne, das hatte ich ja schon mal. Ich glaube, da hast du keine Chance mehr. Da macht er auch nichts mehr. Kannst Mobiglas aufmachen. Dann macht er so. Glück haben, können wir nochmal aufstehen. Ja, er steht auf. Er steht auf. Oh, 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 Leute. Oh, wir haben Glück. Oh, das ist aber... Ja, wahrscheinlich, weil er da gerade in diesen... Ich, Freunde, fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ich bin veralt für sowas, ne?
Ja. Ja, die meinen hier. Ja, die Kohle. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein. Ja, bleibt am besten ganz unten. Ne? Einfach unten bleiben. So, den setzen wir auf den Rücken hier. Ja, das geht auch. Wir könnten es jetzt hier ins Lokal packen. Na, aber auch das ist halt nicht wirklich richtig geil. Ne? Deswegen. Oh, hört ihr das? Das ist der Sturm, ne? Voll gut. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal rausgehen soll. Boah, guckt euch das an. Weißt du es gut, mein Freund, dass du hier sicher bist? What can I do for you? Nix. Gar nichts kannst du für mich tun. Kannst du dann machen, dass dir die Kisten funktionieren. Ja, aber ihr seht schon, ne, es funktioniert ja gar nichts. Nix funktioniert hier. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. Ja, im lokalen Inventar ist jetzt auch nur das Ding hier. Ne? Und wenn wir das hier rüberpacken, dann macht er das da zwar hin, aber dass das da jetzt bleibt, ja, das ist überhaupt gar nicht sicher. Null. So, schnell weg von hier. Gut, dann fliege ich jetzt zurück nach Everest Harbor, denke ich mal. Werd mich da. Und dann aufs Ohr hauen und dann sehen wir uns morgen beziehungsweise in der nächsten Episode wieder. So ein bisschen schwer atmen tut er aber, ne? Irgendwie ist er, glaube ich, verletzt. Ich werde mich, glaube ich, nochmal durchchecken lassen in der Krankenstation. Besser ist das. Damit wir in der nächsten Episode auch wieder tippitoppi fit sind. Leute, dann bis bald. Tschüss.